Danke, Commander. Ich habe einen Reaper sterben sehen. Das ist lange her. Hoffentlich war das der erste von vielen. Ja, der Kampf bleibt schwierig. Ich hätte den Vorschlag der Salarianer angenommen und den Kroganern nichts davon gesagt. Ich weiß. Moral und Freundschaft sind bedeutungslos geworden. Ihre Verbündeten sind nur Ressourcen gegen die Reaper. Leider ist das falsch. Also was heißt leider? Es ist falsch. Und wenn ich das tun würde, dann wäre das irgendwo, dann würde ich meine Ideale aufgeben dabei. Und solange es die Möglichkeit gibt, auch anders zu handeln, ist das richtig so zu handeln, denn ich schaue dabei weiter in die Zukunft. Ich weiß, natürlich ist vorrangig erstmal der Kampf gegen die Reaper wichtig, aber wir können nicht uns alle gegenseitig verraten und dann dadurch provozieren, dass wir, nachdem wir vielleicht die Reaper besiegt haben, dann einen riesigen galaktischen Konflikt heraufziehen sehen, der uns dann doch alle vernichtet, obwohl wir die Reaper besiegt haben. So kann es ja auch nicht gehen. Wenn die Kroganer Vergeltung für die Vergangenheit wollen, vergeuden Sie keine Zeit mit Sterilitätsseuchen. Vernichten Sie sie einfach. Bis dahin sind Sie ein nützliches Kanonenfutter für die Reaper. Ach ja, deine Ansichten. Kümmern Sie sich nicht darum, was andere denken. Tun Sie, was notwendig ist. Ich finde aber gut, dass Sie Jarvik da wirklich kompromisslos in der Hinsicht gemacht haben, dass er auf seiner Linie bleibt, dass er seiner Linie treu bleibt dabei. Kümmern Sie sich nicht darum, was andere denken. Tun Sie, was notwendig ist. Mach ich. Und ich kümmere mich auch nicht darum, was du zum Beispiel denkst. Ich habe meine eigenen Ansichten. Ich gehe erstmal kurz zu Alice rüber. Ich habe meine eigenen Ansichten und werde die auch weiter verfolgen. Haben Sie unser neuestes Besatzungsmitglied gesehen? Sie meinen die größte Story in 50.000 Jahren, über die ich auf keinen Fall sprechen darf? Sie haben ihn also gesehen. Wollt's nur wissen. Trainer ist cool. Ich mag Samantha total. Nochmal so richtig schön eins draufgegeben. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich hab's vergessen. Ach so, auch ein Rat für euch. Lasst euch nie eure eigenen Ansichten, euren eigenen moralischen Kompass verbiegen durch andere. Ich habe auch gemerkt, ich war mal selbst 5 Jahre lang in der Partei tätig. Und ich habe auch gemerkt, man, ohne dass man es eigentlich wirklich will, lässt man sich in seinen Ansichten am Anfang ganz leicht verbiegen, um dann auf Kurs zu bleiben. Und da ist es, da denke ich, ist es sehr wichtig, auch deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, ältere Politiker zu haben, weil man im Alter genug Erfahrung und genug Selbstbewusstsein entwickelt, um seine eigenen Ansichten auch dauerhaft zu vertreten und mit genügend Abstand zu anderen und auch dem Konfliktbewusstsein, dass man eben mal einen verbalen Konflikt eingeht und nicht mit jedem gut Freund bleiben muss, weil es einfach nicht funktioniert. Man kann nicht mit jedem gut Freund sein. Dann muss man sich, dann ist man ein Opportunist und ändert ständig seine Meinung. Und dann verrät man sich selbst letztendlich. Nee, aber da habe ich gemerkt, man muss echt aufpassen, dass man nicht, ohne dass man es bemerkt, seine eigenen Meinungen plötzlich verbiegt und verschiebt. Und da muss man auch immer ein bisschen Distanz bewahren. Und muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht zu sehr darauf aus ist, gut Freund mit allen zu sein. Commander, haben Sie kurz Zeit? Klar doch, deswegen bin ich hier. Sie haben ein Heilmittel für die Genophage freigesetzt. Millionen von Kroganern werden jetzt die Reaper bekämpfen. Was sagen Sie Leuten, die das für den Beginn neuer Rachni-Kriege und kroganischer Rebellionen halten? Die schlechten Seiten der Kroganer fallen einem schnell ein, aber auch die guten sind erinnerungswürdig. Und das heißt? Die Kroganer waren einmal Helden und wollen das auch wieder sein. Wir geben ihnen diese Chance. Wussten Sie, dass der Erdnot-Clan beim Rat bereits eine Botschaft und das Recht auf eine Kolonie beantragt hat? Die Kroganer kommen einer Heimatwelt des Rats zu Hilfe. Das ist mehr, als die meisten anderen Spezies tun. Ich habe bei der Genophage-Heilung geholfen. Alles andere betrifft nur den Rat und die Kroganer. Sie hörten Commander Shepard persönlich. Bis morgen. Ich bin Diana Ellis. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Okay, ich schneide den Bericht fertig und reiche ihn dann zur Freigabe beim Oberkommando ein. So, wir dürfen nicht vergessen, immer mal bei ihr vorbeizugehen. Denn wir sehen, das gibt Kriegsaktivposten immer mal. Auch hier wieder kroganische Clans sind dadurch gestärkt worden. Commander. Gut, ansonsten gibt's bei ihr jetzt erstmal nichts.
sollten wir wirklich nicht aus den Augen lassen, dass da ab und zu noch was kommen kann. Edie steuert die Normandie nicht. Sie ist die Normandie. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandie, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edie noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandie SR-2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Edis Geist und die Normandie bilden jetzt eine Einheit. Sie könnten die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Die Prozesse, die mein Bewusstsein formen, sind über das ganze Schiff verteilt. Sehen Sie? Edie kann die Normandie mit ihren Gedanken steuern. Sie sieht, hört und fühlt über die Sensoren des Schiffes. Die Normandie ist ihr Körper. Ich habe Edis Körper gesehen und ihre Kurven sind um einiges eleganter als die Außenhülle der Normandie. Nun, was denken Sie, Edie? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus. Noch mehr davon und mein Schädel explodiert. Schwierige Frage, der sich auch viele Philosophen mal gewidmet haben. Da kann ich empfehlen, sich durch die Philosophen des 17. Jahrhunderts zu lesen und auch 18. Jahrhunderts. Da gibt es die verschiedensten Ansichten von Descartes, der die Trennung von Körper und Geist gesehen hat, also dass das zwei getrennte Sachen sind, über Leute, die nur Geist gesehen haben, hin zu Leuten, die nur Materie gesehen haben, was dann vor allem die Empiristen nach Locke waren, die dann, also was haben wir denn da? Ich glaube, Voltaire war der Wegbereiter, der als erster so in die Richtung ging. Ja, ich glaube. Dann so Rousseau und wer da nicht noch also alles war. Dann am Ende des 18. Jahrhunderts, als es dann so auf die Französische Revolution zuging. Ja, also gibt es die verschiedensten Ansichten. Gerade in den beiden Jahrhunderten hat man sich extremst damit beschäftigt. Einerseits mit Denkvorgängen und andererseits damit, was ist real? Was kann ich als gegeben annehmen? Und worüber weiß ich vielleicht gar nichts? Und was ist vielleicht bloß eine Täuschung? Ich meine, vielleicht sind wir ja alle in der Matrix, wer weiß. Man kann es eigentlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ist aber ziemlich interessant, was es da für Gedankengänge gab. Auch wenn manche ziemlich ins Abstruse gingen. Ist aber wirklich spannend. Also auch unabhängig von naturwissenschaftlichem Wissen, was man letztendlich hat. Wo man auch wieder sagen kann, ist es denn wirklich Wissen, was wir haben? Oder passt das Modell der Natur sehr gut einfach nur auf die Vorgänge, die so ablaufen. Es kann ja sein, dass es wieder ganz anders ist. Ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts, Einstein hat eine völlige Revolution der Physik eingeleitet. Das hätte man sich niemals vorstellen können, dass sowas nochmal passiert. Das war echt krass. Na gut. Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Daniels, Donnelly, Edie und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Tech-Gelaber. Naja, Kenneth möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Wir brauchen nur ein GX-12-Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Wir finden sowas bestimmt, denke ich mal. Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja, unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir wollen doch jeden möglichen Vorteil, oder? Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um. Danke, Commander. Wie passend, dass wir uns sowieso wieder am Anfang der nächsten Aufnahme wahrscheinlicherweise zur Citadel begeben werden. Manchmal ist es total schwierig, das Raster im Gleichgewicht zu halten. Commander? Okay. Haben wir auch mit denen geredet? Schauen wir nochmal kurz unten in der Shuttlebucht vorbei. Herr Esteban, dafür, dass Ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen.
Zugegeben, wir wurden beschossen, aber runtergeholt hat uns noch keiner. Noch nicht. Zu unserem Glück sind Sie wirklich fast so ein guter Pilot, wie Sie glauben. Ja, sicher. Sehr freundlich. Das auch. Gut, ich musste sich jetzt erstmal umschauen, wo er hier überhaupt steckt. Ist mit dem Shuttle alles okay? Ich überprüfe nur die Gleichgewichtsdämpferspulen. Wir sind im UT-47 anfällig. Aber keine Sorge. Der Vogel ist total stabil. Sie sind immer nur hier unten und arbeiten. Nehmen Sie sich denn auch mal frei? Ich schlafe genug. Müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen. Und wenn Sie wach sind, keine Entspannung? Ich muss mich beschäftigen, denn sonst denke ich zu viel nach. Keine gute Strategie, ganz ehrlich. Gut, im Moment ist es vielleicht okay, weil er funktionieren muss für den Krieg, aber danach musst du auf jeden Fall was an deinen Gewohnheiten ändern. Denn mit der Verdrängung, das bringt es einfach überhaupt nicht. Du musst dich mit deinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen. Ich hatte auch mal, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, da hatte ich bei mir im Büro einen Doktoranden mit sitzen. Der hat unglaublich geackert wie ein Verrückter. Also der hatte, damals war es, glaube ich, Oktober gewesen und er hatte zu mir gemeint, ich habe die 200 Überstunden-Marke für dieses Jahr geknackt. Habe ich mir auch gedacht, Alter, muss das sein? Ja, und mit ihm hatte ich mal darüber geredet, über Reiseziele, über schöne. Und da hatte ich, ich bin ein sehr großer Fan von der Wüste. Ich würde unglaublich gern mal in den Maghreb fahren und eine Kamel-Trekking-Tour durch Marokko, durch die marokkanische Sahara machen. Und da hat er gemeint, für ihn wäre das überhaupt nichts, weil er viel zu viel Ruhe dabei um sich hätte und wahrscheinlich viel zu viele Gedanken auf ihn einprasseln würden und er mit sich selbst klarkommen müsste. Also ich glaube, das ist was, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man diese Verdrängungstaktik durchziehen kann. Man muss doch mit sich selbst im Reinen sein können. Also, wenn man geistig nicht in der Lage ist, eine Woche lang durch die Wüste zu laufen, jetzt unabhängig davon, dass man dann viel läuft, viel Hitze über sich ergehen lassen muss, vielleicht Wasser und Essensmangel hat oder was weiß ich, jetzt rein davon, dass man mit sich und der Welt klarkommen muss. Wenn man das nicht kann, eine Woche lang nur mit sich und der Welt klarkommen und über sich nachdenken, dann fehlt einem dann nicht irgendwie was? Ein bisschen das Gleichgewicht im Leben? Finde ich zumindest persönlich. Weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber ich zumindest finde, man sollte mit sich selbst im Reinen sein, immer, zu jeder Gelegenheit. Ich schätze Ihren Einsatz, aber ich will kein Burnout-Syndrom sehen. Ich kenne meine Grenzen und würde nie Ihr Leben riskieren. Haben Sie sich denn auch vor dem Krieg nie entspannt? Doch. Ich weiß noch, als die Hawking hinter Arcturus stationiert und ich ein blutiger Anfänger war. Es gab da dieses Beobachtungsdeck über den Startbahnen. Man konnte allen Schiffen beim An- und Abdocken zusehen. Wenn ich allein war, habe ich die Lautsprecher abgeschaltet. Dann flogen sie lautlos vorbei. So etwas gibt es auch auf der Citadel. Wenn wir das nächste Mal dort sind, sollten sie sich freinehmen und sich das ansehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Na klar doch. Nehmen Sie auf der Citadel Landurlaub, Steve. Mir zuliebe. Ich kann Ihnen einfach nichts abschlagen, Shepard. Schön. So soll es sein. Das freut mich. Gut. Ich finde, er hat sich verdient, auch mal, oh ja, ich passe doch durch, auch mal ein bisschen abzuschalten. Und wenn er da was hatte, womit er auch wieder Ruhe und Frieden gewinnen kann, dann soll er das tun, bitte. Okay, ich sehe gerade, wir haben 180.000 Credits, da können wir uns eigentlich mal eine neue Rüstung kaufen, also eine große Rüstung. Ich will aber erstmal schauen, mit welchem Sturmgewehr wir jetzt weitermachen, denn wir haben einmal die Faceton und andererseits die Mattock. Ja, die Mattock, ja, so, ich dachte gerade, die ist teurer, aber die ist ja einfach schon eine Stufe höher. Ich pimp mal die Faceton auf. Ich glaube bald, die ist sogar ein bisschen günstiger. Also nicht vom Preis her, sondern es passt, glaube ich, besser einfach. So, Mattock, naja, okay. Wir schauen es uns mal an. So, ich gehe jetzt aber mal gleich über das Nachschub-Interface, weil ich jetzt gerne eine Rüstung hätte. Und wir können natürlich auch hier mal schauen.
Medigel-Upgrade für Nichtmenschen. Oh, das ist eine Mission fürs Huerta-Krankenhaus, das zu holen. Vermehrte Verletzungen von nichtmenschlichen Patienten im Huerta-Krankenhaus haben den Bedarf für eine verbesserte Medigel-Formel geweckt. Dadurch würden Todesfälle vermieden und medizinische Ressourcen auf der ganzen Citadel freigemacht. Wichtig! Her damit! Oh, Sturmgewehr Ultraleichtmaterialien 2. Ey Leute, ihr verwöhnt mich ja. Sehr gut. Kraftverstärker brauchen wir vielleicht nicht unbedingt, holen wir trotzdem mal. Aber wir sehen, das hier, das sind echt üble Preise. Die Black Widow hätte ich... Nee, Quatsch, die Black Widow brauche ich ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, eigentlich brauchen die alle nicht, die Sachen, ne? Naja, gut. Wir schauen mal kurz, wo hatten wir denn hier vielleicht? Nee, hier sind bloß Teile, keine kompletten Sätze. Ich würde halt gern irgendeine komplette Rüstung mir zulegen. Hier, Cerberus Sturmpanzerung. Munition, Waffenschaden, Schilde, Gesundheit, naja. Oh, automatischer Fischfütterer, das finde ich gut. Nachdem ich die im zweiten Teil verrecken lassen habe, aus Versehen, kann das nicht schaden, den mal zu kaufen. So, wo war ich jetzt? Bei Alkos Combine. Egel Thermoröhre. Ist das das? Ja, das ist das, was wir für die Crew hier holen sollten. Her damit. So. Cerberus Sturmpanzerung. War ich hier gerade eben auch schon drin? Cyprotine Waffen. Okay, hier gab es ja nichts. Spectre Ausrüstung gab es auch nichts. Nichts Besonderes, soweit ich das sehe. Kuwashi! Wieso? Der sieht ja komisch aus. Okay, aber haben wir hier irgendwas anderes? Vielleicht die Ultraleichtmaterialien 4 hole ich mir mal. So. Ansonsten, Schrotflinte, Präzisionsgewehr brauche ich das gar nicht. Kassa Fabrication. Haben wir da irgendwas Schönes? Neue Waffen? Ja gut, aber die Sturmgewehre, die Scharfschützengewehre interessieren mich ja eh nicht so sehr. So, die Inferno-Panzerung, die war doch ganz cool, oder? Aufladetempo plus 30% und Kraftschaden auch. Oh, ho, 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 ho. Her damit. Wunderschön. Okay, die Jägermodelle, die holen wir uns auch nochmal mit. Ich weiß, das ist ja ein bisschen teurer, aber ehrlich gesagt ist mir das gerade völlig Wumpe. So, ich war gerade bei Aegon, ne? Ich glaube schon. Ne, bei Kassa war ich. So, Sirta, Medical-Kapazität, ja komm, her damit. Warum nicht? Oh, okay, das kann man mehrfach machen. Wird aber ziemlich teuer. Ich lasse es dann, glaube ich, mal. Sirta, nee, da war ich ja gerade. Kanada-Export. Die Blood Dragon Panzerung, die sieht mir ein bisschen zu albern aus, muss ich zugeben. Weil das halt so eine Dragon Age Anleihe ist. So, ich würde sagen, ein paar Fische, jetzt wo wir doch diesen automatischen Fütterer haben. Das muss sich ja auch lohnen ein bisschen, ne? Ansonsten nichts, was ich bräuchte. Schrotflintenkram brauche ich nicht. Und Mos Astra. Die Kollektoren. Die Kollektorenpanzerung. Ein Traum. Ja, gut. Okay. So, ich würde sagen, damit sind wir jetzt perfektestens ausgestattet. Wir schauen mal kurz in die Waffen-Upgrades. Ach nee, das ist ja hier. Nee, wir gehen mal hier rein. Kann ich hier denn irgendwas. Klar, ich wollte hier oben. Lass mal auf die Facelin wechseln. Wir sind immer noch bei 200%, selbst jetzt. Ich habe noch gar nicht die Ultraleichtmaterialien eingebaut. So, wo haben wir sie denn? Hier, Ultraleichtmaterialien 2. Und dann verteilt den Rückstoß. Achso, erhöht Waffenstabilität. Nee. Durchschlagsmord. Hier Schaden um 15%. Ich glaube, das hatte ich vorher auch, ne? Präzision. Ach, Nahkampfschaden, natürlich, den Nahkampfschaden. Machen wir den wieder. Okay, perfekt, gefällt mir. Das Gewicht ist geil. Gut, ich glaube, das ist doch richtig schön. Ich glaube, mit der können wir jetzt noch ein bisschen mehr rumwüten. Schön, gefällt mir. Jetzt noch kurz die Rüstung geändert. Da können wir, glaube ich, wirklich mal das Set nehmen hier. Die Inferno-Panzerung, das ist im Prinzip... Die Omega-Panzerung, wenn man so will. Wir können uns ja auch mal die Infos anschauen. Oder? Ich glaube zumindest. Speziell für Cerberus-Stabsoffiziere. Oh. Das ist eine Cerberus-Panzerung, na sowas. Okay, ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Mikrocomputer funktioniert als Bio-Verstärker. Ich kann irgendwie nicht weiter runter machen, seltsamerweise.
Ah, okay. Na gut. Speichern. Haben wir jetzt also eine neue Rüstung. Ist doch auch mal ganz cool. Und ich glaube, dann gehen wir nochmal kurz hier zu James. Und dann sind wir durch. T'Chaka hat mich an die Wüste in meiner Heimat erinnert. Die Eidechsen und Würmer sind zwar größer, aber sonst... Der Sand und so. Ja, das hoffe ich, dass die Würmer kleiner sind bei dir in deiner Heimat. Das wäre sonst irgendwie creepy, würde ich sagen. Glauben Sie, das freigesetzte Heilmittel hat irgendwelche Auswirkungen auf uns? Uns werden doch jetzt nicht etwas Schuppen wachsen. Ich hoffe nicht. Da wir jetzt die Kroganer an Bord haben, können wir uns vielleicht wieder den Reapern widmen. Noch nicht ganz. Ich habe mir die Daten des Reapers angesehen, den sie auf T'Chaka ausgeschaltet haben. Das soll einer von den Kleinen gewesen sein? Verstehen Sie mich nicht falsch, tot ist tot, aber verdammt, klein war an dem überhaupt gar nichts. Kann ich bestätigen und ich habe zu seinen Füßen gestanden. Das mit Tarquin ist schade. Ich hatte begonnen, ihn zu mögen. Hey. Hey. Na gut. Okay, also unsere Truppenmitglieder haben so ihre eigenen Gedanken über die Welt. Wir können ja mal kurz in die Kabine reinschauen. Über die Kabine reinschauen? Innen. Egal. Da haben wir jetzt also die ganzen Fische und die werden jetzt nicht mehr verhungern. Ist das nicht schön? Okay, was haben wir jetzt benutzt? Ich weiß es nicht. Ach so, da oben kommt das Essen rein. Ja, wir können sie natürlich immer noch manuell füttern. Oh süß, wie sie hinflattern. Ja, meine Kleinen. Aber wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Wenn wir es mal vergessen, dann wird dran gedacht. So, im privaten Terminal hier oben haben wir ja noch irgendwas anderes. Ja, die Gruppenauswahl natürlich. Da können wir unsere Leute verbessern. Brauchen wir aber eigentlich nicht. So. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die Aufnahme. Heute mal hier oben. Ist auch mal was anderes. Beim nächsten Mal beginnen wir dann ja erstmal wieder damit, dass wir einige Nebenaufträge machen, würde ich sagen. Und dann sollten wir mal wieder auf der Citadel vorbeischauen. Dort haben wir nämlich einige Nebenaufträge abzugeben auch. Danach haben wir noch eine Mission für die Kroganer offen. Die haben wir nämlich bisher noch gar nicht gemacht. Denn die sind ja aufgebrochen, um... Ich weiß gar nicht mehr, was genau davon schon bekannt war. Ich glaube, Rachni, ne? Ja, Rachni hieß es. Genau. Zu untersuchen. Und da wollen wir natürlich auch noch reinschauen. Denn das ist eine Hauptmission noch, die wir noch erledigen sollten. Und erst wenn wir die erledigt haben, geht es dann thematisch ein bisschen weiter. Und da kommt ja noch was, denn wir haben ja noch gar nichts über den Konflikt zwischen Quarianern und Geth erfahren. Da müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Also, wir sehen, es ist noch unglaublich viel zu tun in der Galaxie. Und das werden wir beim nächsten Mal dann angehen, da noch ein bisschen weiterzukommen und unsere Kriegsaktivposten noch ein bisschen zu verstärken. Bis dahin macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adieu, bis bald.